Wem ist das Swiss Museum for Electronic Music Instruments. Es ist wahrscheinlich das weltweit grösste Museum für, oder Sammlung für elektronische Musikinstrumente, das von Clemens Trenkle zusammengesammelt worden ist. Es ist eine wahnsinnig unendlich wertvolle Sammlung rausgekommen. En fait les bases de la synthèse et une fois que je l'aurai appris les concepts tout basiques comme une enveloppe, un LFO, un oscillateur, un filtre, en fait je leur ai donné à disposition un synthétiseur assez complexe et puis je leur ai montré comment retrouver tous ces concepts qu'ils ont appris sur un synthétiseur qu'ils ne connaissaient pas. Je leur apprends à utiliser des synthés, des instruments virtuels et puis comment les retoucher pour créer le son qu'ils recherchent vraiment. Wie in den ersten drei Wochenenden in allen ist es eigentlich so, dass es auch dieses Wochenende darum geht, wirklich so ein bisschen Grenzen auszuloten, Sachen zu machen, die sie eben sonst nicht unbedingt machen. Heute habe ich gelernt, dass sie einfach aus mir rauskommen und im Jammen, beim Singen oder so, dass sie einfach mein Gefühl rauslassen.